möchte ich dir die Melodie von Last Christmas auf der Gitarre zeigen. Und bevor wir loslegen, ich zeig's mal heute mal mit dem anderen Arm. In der Videobeschreibung findest du meinen kostenlosen Crashkurs, der dir als Anfänger richtig helfen wird. Egal, ob du akustische Gitarre oder elektrische Gitarre spielst, du bekommst sehr wichtige Basics mit auf den Weg. Vollkommen kostenlos. Du trägst dich dann nur mit Vornamen und E-Mail-Adresse ein und ab geht die Post. Dann bekommst du ihn nach Hause geschickt. Ich spiele dir das Ganze jetzt erstmal vor, damit du weißt, worum es geht. Ich denke, du wirst es wiedererkennen. Wer hat Last Christmas eigentlich noch nicht gehört? Ich möchte das Ganze in diesem Tutorial in 4 Teile unterteilen, also die Melodie in 4 kleine Teile splitten, damit du das Ganze besser üben und dann lernen kannst. Los geht's mit dem ersten Teil. Teil 1. Teil 2 geht dann so. Teil 3. Und Teil 4. Das wäre Teil 4 gewesen. Also, wir gehen die Stück für Stück hier durch. Los geht's natürlich mit Teil 1. Leere E-Seite, das ist die unterste Seite. Die erste Seite nennt man sie auch. Die spielst du zweimal an und greifst dann im dritten Bund auf der nächsten Seite. Das ist die zweite von unten, die H-Seite. Und das Ganze würde ich dir empfehlen, mit dem Ringfinger zu greifen. Dann greifst du im zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte Seite von unten. Mit dem Mittelfinger mache ich das jetzt hier einfach mal. Also. Dann springst du rüber und spielst wieder die leere E-Seite. Also haben wir. Zweimal sogar. Und dann greifst du auch wieder mit dem Mittelfinger im zweiten Mund auf der E-Seite diesmal. Also haben wir leere E-Seite, nochmal, dann dritter Bund H-Seite, zweiter Bund G-Seite und dann zweimal die leere E-Seite und dann in den zweiten Bund auf der E-Seite und das Finale des ersten Teils ist dann der dritte Bund auf der H-Seite. Gesprochen wäre das dann 0, 0, 3, 2, 0, 0, 2, 3. Du kannst das Ganze natürlich auch nur mit dem Zeigefinger machen. Es geht am Anfang erstmal mir vor allem auch darum, dass du deine Finger alle ein bisschen trainierst. Ja, also nicht nur den Zeigefinger und dann so machst. Das geht ganz am Anfang natürlich auch, aber Sinn macht es, so langsam aber sicher dann auch mal den Mittelfinger und den Ringfinger einzubauen. Und im Prinzip so zu spielen, dass der Zeigefinger für die Töne im ersten Bund zuständig ist, der Mittelfinger für die Töne im zweiten Bund und der Ringfinger für die Töne im dritten Bund und so weiter. Der kleine Finger theoretisch für alle Töne im vierten Bund. So, unseren ersten Part haben wir jetzt hinter uns. Die Töne heißen dabei übrigens dann E, E, D, A, E, E, Fis, D. So, zweiter Teil. Zweimal im zweiten Bund auf der G-Seite. Das ist die dritte von unten im zweiten Bund. Ja, das machst du zweimal. Und dann zweimal die leere E-Seite. Das ist die unterste Seite. Dann in den zweiten Bund auf der E-Seite. Und mit dem Ringfinger in den dritten Bund auf der H-Seite. Das ist die zweite von unten. Also. Zwei, zwei, null, null, zwei, drei. Und dann nochmal drei. Und dann zwei, drei, zwei, null. Ja, da geht es ein bisschen hin und her dann. Und die Töne heißen A, A, E, E, Fis, D, D, Cis, D, Cis, H. Das war unser zweiter Teil. Dritter Teil geht folgendermaßen.
Meißen, Maßen. Wir starten im zweiten Mund auf der E-Seite mit dem Mittelfinger hier. Das ist die äußerste Seite wieder. Und danach spielen wir die leere E-Seite. Danach die leere H-Seite. Also 2, 0, 0. Und dann wieder den zweiten Bund auf der E-Seite. Dann in den dritten Bund auf der E-Seite und die leere E-Seite. Also. Seite starten wir. Töne heißen dann Fis, E, H, Fis, E, Fis, E. Jetzt kommt unser letzter Teil, der vierte Teil. Dritter Bund, H-Seite. Das ist die zweite von unten wieder mit dem Ringfinger. Ich wollte gerade gleichzeitig reden und spielen. Dass es hier sehr häufig hin und her geht jetzt zwischen dem dritten und zweiten Bund. Also 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Der letzte Ton ist im zweiten Bund auf der G-Seite. Das ist die dritte von unten. Also, letzter Part nochmal. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da dann zweimal hintereinander den dritten Bund spielt. 3, 2, 3, 3 und dann hin und her. 2, 3, 2 und Wechsel auf die G-Seite. 2. Die Töne heißen dann D, Cis, D, D, Cis. Übrigens, wenn du das dann technisch drauf hast, du spielst es sogar mit Zeige, Mittel und Ringfinger, alles ne, im Prinzip sehr flexibel schon, dass du dann auch mal die Töne laut mitsprichst, die du da spielst oder von mir aus auch die Bünde. Dadurch machst du nämlich dann noch eine Sache mehr und wirst dadurch auch wieder ein Stück weit freier, wenn du das laut machst, dass du dich noch besser darauf konzentrieren kannst, was du spielst, weil du dich noch mehr herausforderst, gleichzeitig etwas zu sagen oder zu sprechen, während du etwas spielst. Eine kleine weitere Übung, die du da einfach einbauen kannst. Last Christmas, die Melodie auf der akustischen Gitarre.